Daddy. Daddy. Please don't kill me. Und damit willkommen zu Let's Play im Ninja Machine for Pigs. Genau. Ich dachte mir direkt zum Anfang des Jahres, spielen wir mal wieder was Verstörendes. Und da bietet sich das Spiel ganz gut an, glaube ich. Ich habe schon ultra lange nicht mehr gespielt und dementsprechend dachte ich mir, es wird mal wieder an der Zeit. Allerdings müssen wir wieder ziemlich viel lesen. In meinen Träumen sehe ich einen Mann, der in Jaguarfell und Federn gekleidet wie ein blutiger Heiliger aussieht. Was von Herzen kam, schmierte uns ein, es zermalmte das Böse unter seinem Tritt und es befreite uns alle. Die übel riechende Hitze des Dschungels, wie sie sich irgendwo hinter meiner Stirn irgendwo... Oder ist das ein U? Es sieht irgendwie aus wie ein U. Hinter meiner Stirn spiegelte, meine Schläfen pochen, mir kocht das Blut in den Schädel. Fühlt sich so an, als ob dort etwas Lebendiges wäre. Eine Ratte, eine verdammte Ratte, die sich durch mein Gehirn ins Freie frisst. Selbst das Laudanum kann ihren unersättlichen Hunger nicht unterdrücken. Ich höre meine Kinder auf dem Dachboden spielen, aber das Gefühl, mich mit... Angst, aber das erfüllt mich mit Angst, nicht mit Liebe. Was sind das für verzweifelte Gedanken? Boah, diese Schrift ist schrecklich. Es wird wieder einiges zu lesen geben. Ich werde wahrscheinlich wieder verzweifelt sein und, was ist das? Ah, ich kann das öffnen, cool. Die Bibel. Wie schön. Oh, ich kann sie nicht rausnehmen. Ah, aber ich kann doch Sachen werfen, perfekt. Ich dachte mir, es wird einfach mal wieder an der Zeit, wieder ein bisschen mehr Horror zu spielen. Und dementsprechend... ein Fiebertraum. Ich wache auf, allein in einem stillen Haus. Die fehlenden Geräusche spielender Kinder sind wie ein dunkles und furchtbares Grab, das mich zum Abstieg in den Lehm ruft, wo es sicherlich nur noch Körper zu finden gibt. Ganz gleich, meine Kinder rufen, ich werde antworten, ich werde sie finden. Gefundene Dokumente, okay, das ist das von eben. Von wann ist das? Von 1899, okay. Wir sind wieder ziemlich weit in der Zeit zurückgereist. Ich hoffe, es gibt nicht allzu viel zu lesen. Ich bin auf jeden Fall wieder in Randalierungsstimmung. Und ja, das werden wir auch direkt so weitermachen. Okay. Interessant.
Okay. Joa. Ich habe mich jetzt auch halt, wie gesagt, erstmal für das Spiel entschieden, einfach weil ich Bock drauf hatte. Ich stelle mir das schon ganz lustig vor. Und. I held your hand and watched the blood pool between your legs. You lived long enough to see Edwin, but not Enoch. I will take care of them, my love. I promise you this. Da hat jemand ein bisschen zu viel getrunken, würde ich behaupten. Tschüss. So, auf jeden Fall ein bisschen randaliert, das muss einfach sein. Das ist typisch Amnesia. Und hier sehen wir schon die erste Schweinsmaske. Interessant, interessant. Da komme ich nicht rein, oder? Na, nicht so wirklich. Okay, wir können auch wieder crouchen. Och nö. Ich dachte schon, ach nee, ich kann es nicht lesen. Okay. Schade, schade, das tut mir jetzt aber leid. Im Moment bewegen wir uns auch noch so ein bisschen schwerfällig. Wahrscheinlich hat der ein bisschen zu viel gesoffen. Okay. Wieso steht hier überall Wein rum? So als ob hier einfach jeder im Haus andauernd besoffen ist. Naja, gut, könnte vielleicht doch sein. Ich habe das Spiel übrigens auch schon jetzt um einiges leiser gedreht, sonst wäre es noch deutlich lauter. Und hier liegt überall schmutzige Wäsche rum. Und wir können nicht rausgucken. Ich weiß nicht, ist das auf der Aufnahme auch dieser Streifen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich wieder nicht. Hier ist auch zu. Okay. Wir haben eine neue Notiz. Als Säuglinge schliefen sie doch auf dem Dachboden. Vielleicht haben sie sich jetzt dort versteckt. Ich erinnere mich, dass ich darauf bestand, auf mittlerem Weg zwischen meinem Schlafzimmer und meinem Büro. Boah, es ist alles so komisch, auch formuliert. Ich hasse vor allem die Schrift. Boah, ich sehe mal wieder gefühlt gar nichts. Jetzt ist es auf jeden Fall besser. Und wir haben eine Laterne, die nicht mehr ausgeht. Okay, aktivieren Sie sie. Passen Sie auf, dass Sie mit dem Lichtstrahl keine unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Na, klasse. Ich kann mir schon denken, was das bedeutet. Edwins und Enochs Tagebuch, 11. Oktober 1899. Papa sagt, dass dieses Jahr kein Weihnachten, dass es dieses Jahr kein Weihnachten gibt, weil er zu viel zu tun hat. Das Kindermädchen sagte, dass wir ihn nicht stören dürfen, weil er immer so beschäftigt ist. Wenn sie uns aufweckt, ist er schon zur Arbeit gegangen und oftmals kommt er erst zurück, wenn wir schon schlafen. Im Garten haben wir einen Vogel mit einem gebrochenen Flügel gefunden. Wir haben ihn dem Kindermädchen gegeben, die ihn ein schmutziges Ding nannte und ihn mit dem Nudelholz erschlug. Nice, das Nudelholz möchte ich jetzt noch fürs Plätzchenbacken benutzen. Später, als alle schliefen, schlichen wir uns nach unten, um den Leichnam zu begraben. Im Garten war ein Schwein, wir konnten es schnüffeln hören. Dann kam Papa und sagte, dass wir sofort reinkommen müssen. Er war außer sich vor Wut, aber wir glauben, dass er wieder geweint hat. Okay. Wir sind also auf der Suche nach den Kindern quasi. Da ist schon wieder so eine komische Maske. Hallo. Oh, ich kann die ganze Kiste. Okay, lol. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Weg. Wir schauen uns trotzdem mal hier um. Aber hier ist auch nichts. Außer dass es hier halt richtig weird ist. Das hatte ich jetzt irgendwie nicht erwartet, dass ich hier jetzt noch einen Weg finde. Aber okay. Mann, wieso laufen die denn auch hier weg? So.
Aber die Musik ist auch schon echt abfuck und auch schon wieder so richtig psycho. Und ich weiß schon wieder gar nicht, was ich alles sagen will. Ich will eigentlich schon wieder so viel sagen, aber irgendwie fällt mir auch wieder nicht alles ein. Also, schwierig. Der Teil vom Dachboden sieht auf jeden Fall schon mal etwas besser aus. Nicht ganz so ranzig. Und wir können nicht mehr alles aufheben. Das macht mich so traurig. So ein Teddy ist halt hier. Naja. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Boah, an die Dinge erinnere ich mich. You don't mind if I record this, do you? I find it most useful. Ah, you have one of those wonderful tomato pills. No, of course not, my dear fellow. It's my own design, Professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, why the Ministry sent me. That they have concerns. Okay. Und worüber? Ich meine, an sich ist das Haus ja ganz cool und ich finde diese Lampen auch immer voll nice, aber... Lol. Ist doch spannend. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Tür. Ein bisschen Alk. Damit können wir nichts machen. Schade, schade. Und die Tür hier ist zu. Komisch. Naja. Boah, das Spiel erinnert mich schon wieder so krass an alte Zeiten. Ich habe das ja schon mal gespielt, als es damals rauskam. So ist Deutsch. Telefon. Hello. Precious eagle cactus fruit. Help us. Soll ich mir das jetzt merken? Denn wenn ich ehrlich bin, habe ich es jetzt schon vergessen. Also ich hoffe mal nicht, dass ich mir das merken muss, aber ich finde die Lampe mega geil. Oha, die finde ich echt schick. Ach nö, wieder eine Notiz. Die Bank sperrt sich gegen den Kredit. Diese ignoranten Schweine. Nachts, wenn die Kinder und Diener fast fest schlafen und mich nicht hören, weine ich alleine. Mein Liebling, oh, wie sehr ich dich jetzt bräuchte. Sie sagen, dass ich mein Vermögen verprasst habe, dass meine Investition in die neuen Maschinen den Familiennamen ruiniert haben. Wie bitte? Ich soll ein hiesiger Metzger bleiben? Was sind diese beiden Waffen schon im Vergleich zur Vielzahl deren, auf die man ohne Bezahlung, ohne Mühe durch die Adaption der Mechanismen Zugriff hat, die man in den Webstühlen und in den Mühlen finden kann. Wenn sich die Bank aber durchsetzt, wird alles umsonst gewesen sein. Ich schwöre, sollten sie sich das Haus holen wollen, dann werde ich sie töten. Ich werde sie alle töten. Mein Gewehr werde ich nehmen. Mein Gewehr. Okay. Chill mal, Bro. That escalated quickly. Oh. Da war wohl jemand wieder ein bisschen betrunken bei der Arbeit. Und hat ein bisschen zu viel die Bibel gelesen. Alles klar. Eben war auch wieder eine Notiz da. Die Klagezimmer, wo wir einst saßen, um Lillys Hinscheiden zu beklagen. Unter Waffen zu schwach zum Bezwingen der Engel, um sie aus dem Himmel zurückholen zu können. Schaut hinter die Gemälde, Oswald, wo du ihr einst beim Baden zusahst. Die Kinder müssen diesen geheimen Ort entdeckt haben und sich dort verborgen haben.
Ich soll also hinter irgendwelche Gemälde schauen? Boah, ich ist also hier schon mal nicht, oder? Das hier sieht irgendwie weird aus. Ist das eine versteckte Tür? Die muss man doch irgendwie öffnen können. Nee, die kann man nicht drehen. Weiß nicht, vielleicht irgendwie von draußen? Nö. Man wird hier doch gewiss irgendwas tun können. Beim Baden beobachtet. Aha. Ich wusste es. Wie verstörend. Oh. Ja, das soll lieber offen bleiben, sonst finde ich hier nie wieder raus. Und dadurch hat er sie beim Baden beobachtet. Ich glaube, daran erinnere ich mich sogar noch ganz grob. Oh. Oh Mann, wie ich diese Notizen jetzt schon hasse. Ersatz ist unbefriedigend, ähnelt sehr einer Pumpe. Besser den Darmkanal wie ein Bandwurm beherbergen bereits die Intrusion und die Brut. Messingen besser als Kupfer, widerstandsfähiger, Fänden aufs Knochen unterlange genäht. Boah, ey, keine Ahnung, was da steht, ganz ehrlich, lest es euch gern selbst durch, da habe ich jetzt irgendwie keine Lust, das jedes Mal so stundenlang vorzulesen. Ja, ich sitze nämlich auch immer so ein ganzes Stück weg vom Monitor und dann, ja, das entziffern zu müssen, nein, danke. Oh. This dawning epoch, this age of reason, an empire grown fat, ripe for the bleeding. Oh nein, das muss ich bestimmt zensieren. Okay, da haben wir schon mal einen Ausgang. Muss ich das zensieren? Nein. Hoffe ich zumindest. Aber das da, was da an dem Spiegel war, naja gut, ich zensiere es jetzt mal nicht, aber ich hoffe, das erkennt niemand und meldet niemand. Dankeschön. Ja, ist schon verstörend. Okay, damit haben wir immerhin schon mal den ersten Bereich geschafft und bisher war es noch nicht so wirklich gruselig, aber ich denke, das kommt noch. Oh Mann, wie fett die Bude einfach schon wieder ist und zurückgehen kann ich nicht. Okay, ich bin anscheinend jetzt in einem komplett anderen Bereich des Hauses, aber die Lampen sind hier echt cool. So, das sollten wir auf jeden Fall wieder lesen können. Papa sagt, dass wir nicht mehr mit den Tieren spielen dürfen. Wir haben mit Cook Verstecken gespielt und er kam und schrie uns an, als wir uns gerade hinter Herrn Brummbär verstecken wollten. Cook sagt, dass er wegen der Waffen ärgerlich sei, aber das kann gar nicht sein, weil er uns immer beim Polieren helfen lässt. Egal, in diesem Zimmer spukt es. Wenn man dort in der Nacht herumschleicht, kann man die Geister in den Wänden hinter den Schaukästen hören. Sie sind oft wütend, jedenfalls hört es sich so an. Wir glauben, dass man sie deshalb mit ihren Ketten rasseln, Türen zuschlagen, und sowas hören kann. Da gefällt es uns eh nicht, okay. Boah, wieso hätte man nicht eine etwas lesefreundlichere Schrift wählen können? Ich habe schon so immer so voll die Problems auf die Entfernung, so alles zu entziffern. Und jetzt... Ja, jetzt wird auch noch so eine Schrift gewählt. Allerdings... Ja, wunderbar. Das erinnert mich auch sehr an den ersten Teil, wenn ich ehrlich bin. Also Amnesia the Dark Descent, meine Güte.
Diese Stimme am Telefon, er spricht so, als würde er mich kennen. Und ich scheine mich tatsächlich an ihn zu erinnern, wie Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden. Ich spüre, dass wir miteinander verbunden sind, aber wie, das verstehe ich nicht. Ich bin ein ertrinkender Mann, der sein eigenes Haus nach der in seinem eigenen Haus nach der Oberfläche krallt. Unter mir, das weiß ich, befinden sich wunderschöne Konstruktionen, verborgen in der Dunkelheit, wenn ich nur die Eingänge finden könnte. Okay. Weird. Irgendwie verstehe ich, wenn ich ehrlich bin, mittlerweile schon so ein bisschen, warum ich nicht mehr ganz so viel Horror mache, wie ich damals gemacht habe, also auf meinem Kanal. Weil irgendwie weiß ich nicht. Also es macht zwar schon Spaß, aber ich weiß nicht, mittlerweile machen mir andere Dinge, wenn ich ehrlich bin, auch ziemlich viel Spaß. Früher war ich ja immer nur so, Horrorspiele sind beste, aber ich weiß nicht, es kommt irgendwie mittlerweile auch auf andere Dinge an. Naja. I must say, my dear man, you look awful. Yes, sir. I seem to have picked up something rather nasty in Mexico. I do understand what you've been through. A lesser man would have crumbled. Yet you have made all of this. Your great factory, your charities. It is a wonder for one man alone. It will all be made clear, Professor. But first, a drink. Ja, das ist das Wichtigste natürlich. Ein Drink. Ach nö. Direkt noch eine Tür. Ich weiß nicht mal, wie ich hierher gekommen bin. Und direkt noch eine Tür? Naja, ernst? Gut, wir schauen uns erstmal noch die andere Seite an. Ja, ich sag ja, das Spiel spielt sich auch so ein bisschen zäh und irgendwie finde ich das mittlerweile bei allen Horrorspielen eigentlich so, dass sie sich nicht mehr so easy, also nicht mehr so, ja, nicht mehr so leicht spielen lassen, also nicht mehr so, weiß nicht, das ist schwierig zu erklären. Ja, irgendwie habe ich mich in der letzten Zeit ein bisschen verändert, früher immer nur so Horror, 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 aber irgendwie habe ich das vielleicht so ein bisschen übertrieben damals und einfach immer viel zu viel Horror gespielt, sodass ich es jetzt irgendwie nicht mehr so wirklich sehen kann, obwohl es geht sogar im Moment noch. Also ich finde es jetzt gerade noch voll okay, das zu spielen, aber ich wäre jetzt auch nicht traurig, wenn ich was anderes spielen würde, um ehrlich zu sein. Weiß ich nicht, das ist schwierig. Nein. Where should I go? Hello? Der hat aufgelegt. Ja, der hat aufgelegt, mein Freund. Oh, jetzt sind wir hier. Boah, wir gucken uns hier auch mal kurz um. Hier müsste es rausgehen, oder? Ja. Eklig. Oh nö. Ich muss einen Besucher empfangen, der angesehene Professor A. soll nach meiner langen Abwesenheit von Club meine geistige Gesundheit überprüfen. Ich bin aber nicht stumpfsinnig. Er soll mich nur für sie ausspionieren. Als sie dem Ripper nachstellten, rief man ihn oft herbei, um über Schnittwunden und fehlende Organe zu dozieren. Und jetzt kommt er also zu mir, um mich zu umschmeicheln. Mein Guter, wird er sagen, um meine Trauer wird er sich sorgen. Und dann ganz nebenbei wird er noch kurz einen Blick auf meine Maschinen werfen wollen. Die größte Entwicklung meiner Zeit. Nichts weiß er von Verlust, nichts von Opfern. Ihn aber abweisen, das würde nur in ein Hornissennest stechen und mir einen Schwarm Profitler und Diebe auf den Hals hetzen. Also muss ich diesen Kaspar unterhalten und seinem Eindringen stattgeben. Vielleicht sollte ich ihm die Kuttlerei zeigen, mal sehen, ob sein Magen, der auf das Herumstöbern in den Innereien unbeholfener, visizierter Huren geschult ist.
Tatsächlich stark genug ist für den Anblick der echten Maschinen seines goldenen Zeitalters. Vielleicht sollte ich ihm sogar Jak vor und zumindest seinen Söhnen. Das verstehe ich nicht. Wir haben jetzt stärkere Schlösser an den Fenstern und wir bringen ihnen ihr Spielzeug. Ich bin absolut verstört und ich habe keine Ahnung, was der da labert, wenn ich ehrlich bin. Diese Tür ist zugeschlossen. Oh. Wieder ein unauffälliges Badezimmer. Wieder eine Notiz. Und nach der Party nahm sie meinen Arm und sagte, Liebling, wie bist du denn so schnell vom Trophäenzimmer ins Gästezimmer gekommen? Alle halten dich für einen Zauberer. Lilbeth, mein Liebling, das Haus meines Vaters hat viele Zimmer und was meins betrifft, nun ja, es hat auch seine Geheimkammern. Okay, ja, Geheimkammern, das trifft's gut. Lol. Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. No, 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 no. Hallo. Ich fühle mich so, als wäre ich auf der anderen Seite noch nicht ganz fertig. Dementsprechend schauen wir uns hier erstmal noch etwas weiter um. Da sind wir vorhin durchgegangen und hier waren wir jetzt noch nicht. Wenn ich mich recht erinnere, waren hier irgendwelche ausgestopften Tiere, oder? War das hier? Ja, es war wirklich hier, oh mein Gott. Voll krass, dass ich mich daran noch erinnern kann und hier geht's wieder raus. No. Kann ich hier ein bisschen randalieren? Nö. Aber voll cool, dass ich mich daran erinnere. Es ist schon fucking lange her. Okay, hier ist es zu. Gut, dann sind wir dementsprechend fertig. Wir müssen uns halt noch draußen umschauen. Hallo. Da komme ich, glaube ich, nicht durch. Und da auch nicht. Ja gut, ich glaube, da bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, außer diesen Weg zu nehmen. Wow. Spannend. Nice. Und ist überhaupt nicht verstörend. Nein, nein. Überhaupt nicht verstörend. Okay, komm, wir machen jetzt was kaputt. Bin mir nicht ganz sicher, kann es sein? Dass das jetzt mein Weg da rein ist? Hallo? Ah, okay, und so macht er es wieder zu. Ja, ich verstehe es noch nicht so ganz. Gibt es denn noch einen Rückweg? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was jetzt der Plan ist. Tschüss. Boah, ist schon verstörend, ne? Gut. Ah, okay, hier ist jetzt auf jeden Fall eine Tür offen. How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction? Ja, oder so ähnlich. Hier war halt vorhin irgendwas drin, als wir das durch das Gemälde beobachtet haben. War es schon wieder alles echt verstörend, aber ich würde sagen, an der Stelle setzen wir dann mal den ersten Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal gucken,
was wir hier jetzt machen sollen und wie wir, ja, in den nächsten Bereich kommen. Gut, bis dahin. Eventuell müssen wir einfach nur den Blutspuren folgen. Das macht eventuell Sinn. Gut, bis dahin.